Hallo ihr Lieben, ich habe wieder ein neues Unboxing für euch und diesmal geht es um die Zenpop Box von Zenpop Japan. Und ich würde sagen, ich gönne euch den ersten Blick. Ich habe nur oben den Zettel schon rausgenommen, damit ihr gucken könnt und ich eben nicht. Ich hoffe, ihr seht jetzt einiges oder auch nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas ist rausgefallen. Zack, ich schmeiße. Nicht alles raus. Ja, alles klar. Wir legen einfach los, wenn alles rausfliegt. Thema der Box ist New Year's Celebration. Da haben wir das Thema der Box. Und wir legen einfach los. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist eins, was rausfallen wollte. So ein Ding habe ich doch schon. Das ist ein Stempel. Ich würde fast sagen, das ist Sumiko Gurashi. Auch wenn man es jetzt hier nicht erkennt. Aber, also ich erkenne es nicht von der Schrift her. Aber die Viecher sehen aus wie von Sumiko Gurashi. Und Destination. Ja. Also ich weiß nicht, ob das Viech, was hier drauf ist, das ist, was da drin ist. Also drauf ist auf dem Stempel. Das schreibe ich euch dann auf meinem Blog, wenn ich das Unboxing dazu schreibe. Ansonsten, was haben wir denn noch hier Schönes? Ein Stift. Der hat eine richtig schöne Farbe. Das ist ein wegradierbarer Stift. Cool. Oder ist es ein Bleistift? Nee, ich würde sagen, es ist ein normaler Stift, aber eben hier oben mit zum Wegradieren. Ja. Mit zum Wegradieren. Dann haben wir, keine Ahnung, was das ist. Das könnte eine kleine Minikarte sein. Mit zum Kleben. Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal in die Beschreibung rasch rein, was das sein soll. Wo bist du? Wo bist du? Nummer 9. New Year Pochiburu. In Japan, we use Pochiburu to give money to others. Ah! Also es ist eine kleine Karte, um Geld zu verschenken, würde ich jetzt behaupten. Ja, also das ist so eine Karte, um Geld zu verschenken. Ich verstehe bloß nicht, warum hier so Kleber hinten dran. Also hier hinten sind so Klebedinger, aber ich werde es herausfinden. Dann haben wir ein Sumiko Gurashi. Bleistift? Das ist, glaube ich, in Bleistift mit Mine, würde ich sagen. Voll cool. Ja, voll cool. Sehr cool. Was haben wir hier noch? Ein Pocket Memo Block. Guck mal, oh, was für ein Riesenteil, ey. Krass. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Pocket Memo Block. Boah. Die sind alle da drauf. Das ist echt süß. Block Memo Pad. Also das ist kein Sticky, würde ich sagen, sondern das sind normale Papierdinge. Dann haben wir eine kleine Auswahl an Washi Tape, würde ich sagen. Und da sind richtig schöne Muster dabei. Und halt alles sehr blumig gehalten. Echt cool. Dann haben wir, das würde ich sagen, ist ein Radiergummi. Würde ich behaupten, dass das ein Radiergummi ist. Fasst sich auch an wie ein Radiergummi. Dann haben wir
What's that? Ich habe keine Ahnung. Hinten ist was draufgeschrieben. Leg's in die Karte und es macht Geräusche. Nee. Was ist das? Oma Mori Fusion. Lucky Charm or Amulet. Das ist das. Ich habe keine Ahnung. Also da ist irgendein Amulett drin oder irgendein Dings und das bringt dann Glück. Würde ich sagen. Wer es weiß, was es ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir noch, oh cool, ganz cooles Washi-Tape. Ganz cooles Washi-Tape. Mit einem Fisch. Also hier Kois und da sind lauter so Glückssymbole drauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich drehe mal einfach. Sehr cool. Sehr cooles Washi-Tape. Ach, hier ist ja noch was. Oh, ein Rilakkuma Bleistift. Sehr cool. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Der Rilakkuma Bleistift. Und jetzt ist aber tatsächlich das ganze Ding. Alle. Da war diesmal echt viel drin und auch richtig, richtig schöne Sachen wieder. Und weil wir auch hier wie immer einen Bildungsauftrag haben, haben wir einen kleinen japanischen, wie sagt man, Unterricht. Hier sind nämlich die ganzen japanischen Wörter, Sätze, was auch immer drin. Nengayo ist die New Year's Postcard, also Neujahrsgrußkarte. Dann haben wir Oseshi Ryori New Year Food, also Neujahrsessen. Bonenkai, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist die Abschiedsparty des neuen Jahres oder für das alte Jahr sozusagen. Osuji, End of the Year Big Cleanup, also das Ende des Jahres, wo man sich so reinigt, sozusagen. Und dann Oshogatsu, das ist das japanische Neujahr. Und Hatsu Hinode ist First Sunrise of the Year. Das ist der erste Sonnenaufgang des neuen Jahres. Also es sind richtig, richtig coole Wörter. Und dann haben wir hier noch what the color of your Daruma represents. Also meine ist der hier nämlich tatsächlich. Der ist pink und pink. What color of represents und pink symbolisiert Liebe und Romanzen. Cool. Sehr cool. Das ist wahrscheinlich mein. So wird mein neues Jahr. Hoffentlich. Sehr cool. Obwohl, nee, eigentlich bin ich ja glücklich. Ich habe eine Familie, ich habe einen Mann, ich habe Hunde, ich habe alles. Alles. Nein, ich habe nicht alles. Ja, das war mein Unboxing. Das war es schon. Das war diesmal ein bisschen lang, es tut mir leid. Aber die Box, die von denen mit diesen Schreibzeugskram, ich finde die immer so schön ausgewählt. Und von daher freue ich mich, dass ich euch die zeigen kann. In diesem Sinne, jetzt ist aber endlich Schluss mit dem ganzen Gelaber. Und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund. Vergesst nicht, meine Videos zu abonnieren. Bis bald. Bis zur nächsten Box. Ciao.